Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiff natürlich mal wieder. Nach bisschen Pause ist doch einiges passiert bei unseren Blackies. Anfangen tun wir natürlich mit dem 1. Mai. Der SK Sturm hatte Geburtstag, 111 Jahre beim SK Sturm. Natürlich aufgrund der Umstände der Äußeren sehr, sehr traurig dieser Geburtstag. Trotzdem im Großen und Ganzen, also für mich persönlich. Ich fand aber sehr, sehr cool, ja, die Aktion 111, Hashtag 111 Sturm, also dass da wirklich alle da bei ihrem Balkon die Schals und die Fahnen dann auch präsentiert haben, unter anderem und vieles mehr. Fand ich sehr cool, auf jeden Fall schon ein Trost für den verhältnismäßig traurigen Geburtstag bei den Blackies. Dann wurde auch auf der Spielerebene doch ein bisschen was bekannt, nämlich 4 aktuell ausgeliehene Spieler werden zwar zum SK Sturm schon zurückkehren, aber man plant nicht mehr mit ihnen. Das sind Emeka Freude Ese, das ist natürlich Lackner, also ja, Grozurek und Lukas Fadinger. Also ich sag mal, okay, bei Ese, da scheiden sich die Geister. Auf der einen Seite viel Potenzial, definitiv das größte Talent, würde ich behaupten, von den 4 genannten, aber eben zu unkonstant, verletzungsanfällig, hat schon ein paar Chancen bekommen. Viele würden ihm noch eine Chance geben. Ich kann es nachvollziehen, dass man jetzt auch bei Ese sagt, die Tür ist erstmal wieder zu. Hat dann einfach nicht sein soll. Es sieht auch danach aus, als ob auch der türkische Verein, wo er ausgeliehen ist, die Kaufoption nicht ziehen wird. Selbiges könnte bei Grozurek der Fall sein. Der ist ja an den KSC nach Deutschland ausgeliehen aktuell. Wird auch erstmal zurückkommen. Also den wird der KSC wohl nicht fix verpflichten. Hat auch keine Zukunft bei Sturm. Bei Grozurek kann ich es auch nachvollziehen, ganz ehrlich. Also Sturm und Grozurek, das Kapitel dürfte Geschichte sein. Dasselbe gilt für Lackner. Also bei Lackner, der hat sich bei der Admira dann wieder gut eingefügt, war bei Sturm ja auch so ein bisschen ein Missverständnis, muss man sagen, und wird wohl auch sehr kostengünstig wieder zur Admira zurückkehren. Bei Fadinger ist es so der Einzige, der mich ein bisschen aufhorchen hat lassen, da er ja bei Lafnitz als Kooperationsspieler Spielpraxis erhalten hat und dort auch zum Stammspieler relativ schnell wurde. Da passt es wohl einfach mit der Anzahl der freien Kaderplätze nicht mehr. Auch aus dem Aspekt heraus, dass die Sturmamateure ja nicht aufsteigen dürfen heuer, die hätten ja gute Chancen gehabt. Sehr, sehr schade, nochmal zu erwähnen an der Stelle, wahnsinnig schade für den ganzen Club und für alle Fans, würde ich behaupten. Und da spießt sich's eben mit den verfügbaren Plätzen doch im Kader. Man hat ja trotzdem noch haufenweise gestandene, teurere Spieler, die auch ihre Spielpraxis haben möchten natürlich und unter Vertrag stehen. Also da schätze ich, wird Fadinger einfach durch den Rost gefallen sein. Dafür aber ein positives Ausrufezeichen. Noch nicht ganz sicher für mich, ob man diese Verlängerung Andreas Schicker oder doch noch Günter Geisel zuordnen soll. Auf jeden Fall hat, und jetzt muss ich ganz genau gucken auf meinen Zettel, Dadan Shaban Hakçay. Dadan Shaban Hakçay, der junge Kosovo-Albaner, der hat seinen Vertrag verlängert und zwar bis 2023 bei den Blackies. Das ist ein Ausrufezeichen, vielleicht notgedrungen, aber es ist positiv, finde ich. Also mal ein langfristiger Vertrag für einen jungen Spieler, in dem man das Vertrauen auch setzt für die nähere Zukunft, finde ich gut. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ein Ausrufezeichen, das kann man so stehen lassen. Junge, talentierte Spieler sollten das Vertrauen bekommen, auch mal langfristigere Verträge auch mal unterschreiben können bei Sturm. Und ja, so ist es jetzt passiert. Deswegen wünsche ich natürlich dem guten Dadan alles Gute, dass er uns noch viele, viele glückliche Stunden mit unseren Blackies bescheren möge. Er und natürlich einige andere. Da gibt es aber auch um weitere Abgänge ein Gerücht. Also speziell Tasos Avlonitis soll ja da in den Fokus gerückt sein. Keine Ahnung, wie aktuell das jetzt noch ist. Auf jeden Fall hieß es da eben seitens aus Griechenland, Aris Saloniki soll schon dran sein, aus Deutschland soll Interesse bestehen. Wir werden sehen. Avlonitis auf jeden Fall einer der gestandensten Spieler bei Sturm. Mit seinen 30 Jahren ist der griechische Abwehrchef, sage ich mal, schon wichtig für die Blackies. Sein Vertrag läuft ja aus. Klar, da sind so ein paar Sachen noch zu regeln, weil ja alles sich nach hinten verschiebt. Aber ich könnte es auch verstehen, ganz klar, wenn Avlonitis sagt, den letzten großen Vertrag unterschreibt er woanders, bei einem Verein, der vielleicht noch höhere Ambitionen hat, ob jetzt finanziell oder sportlich.
Aber ja, wie gesagt, ich könnte es verstehen, ich würde es ja schade finden, aber man hätte ja auch bei Sturm den ein oder anderen Jungen wieder in der Hinterhand. Da würde ich jetzt mal auf Geierhofer zurückkommen, beispielsweise, weil ja auch Gerüchte halber, also Ferg soll ja auch keine Zukunft mehr haben, angeblich, und auch Schrammel, bei Schrammel, okay, sowieso andere Position, da verstehe ich es altersbedingt auf jeden Fall, bei Ferg, okay, könnte nur sein, weil man ja doch in der Innenverteidigung recht gut besetzt ist. Man hat ja da auch andere Kandidaten, die ein bisschen namhafter sind als die eigenen Jugendspieler, klarerweise. Ja, und dementsprechend ist es sicher auch auf der Position schwer, sich aktuell durchzusetzen und einen Stamm oder einen Kaderplatz zu ergattern und zu erkämpfen. Also, aber auch da schauen wir einfach mal, was noch passiert. Last but not least, ja, die Wiederaufnahme des Ligabetriebs. In Deutschland ist das Ganze ja schon ein bisschen konkreter. Bei uns, ja, also mittlerweile muss ich sagen, habe ich da meine Meinung schon fast auch ein bisschen revidiert. Also ich hätte mich ja da am Anfang auch auf Geisterspiele notgedrungen eingelassen. Ich sage, ich verstehe es auch nach wie vor, dass die Bundesliga-Vereine das durchdrücken wollen. Die wollen natürlich schauen, dass sie irgendwie das Geld noch reinbekommen, was eben noch geht. Völlig verständlich aus ihrer Sicht. Ja, aus Sicht der Fans ist es natürlich für nichts. Also sehr schockiert, muss ich sagen, hat mich da, als ich da in Deutschland die Pappkartons gesehen habe, die sie quasi aufstellen wollen, damit da sowas ähnliches wie Stadionfeeling aufkommt. Kompletter Schwachsinn an der Stelle. Also da hat es ja auch eine Meinung der Ultras gegeben. Kann ich auch nachvollziehen, ganz ehrlich, denn es stimmt schon. Also es ist im Grunde ja, es hat sich jetzt nachhaltig gezeigt, muss man sagen, dass das ganze System, auch das ganze System Bundesliga, System Fußball, nicht in die Richtung geht, die positiv zu vermerken wäre. Also wenn man jetzt an die Gehälter der Spieler denkt, an die Ablösesummen, an die astronomischen, die gezahlt werden teilweise, also alles schon jenseits von Gut und Böse, wo man doch irgendwie einen Realitätsbezug da aufbauen könnte. Also man muss schon sagen, da werden Summen gehandelt, heftige Sache, natürlich schon über einen längeren Zeitraum. Ist auch eine gewisse Normalität natürlich geworden, aber da muss ich schon sagen, also so Dinge wie Budgetobergrenze oder beispielsweise wie jetzt in der Major League Soccer, da gibt es ja doch eine gewisse Eindämmung des Gehaltes, mit Ausnahmen muss man sagen, sonst würde auch ein Ibrahimovic und wie sie alle geheißen haben, würden die nicht nach Amerika kommen oder wären nicht nach Amerika gekommen, besser gesagt, zum Kicken. Aber ja, wie gesagt, das gesamte System sollte da schon eher hinterfragt werden, klarerweise. Also da ist es, denke ich, schon so, dass es einiges zu verbessern gäbe. Jetzt im Moment wird halt, wie gesagt, noch versucht, was zu retten, was zu retten ist seitens der Clubs. Aber ja, ich würde sagen, die Corona-Krise hat schon gezeigt, was jetzt international auch falsch läuft bei den Clubs, also bei uns. Okay, dass es jetzt unsere kleineren Vereine hart treffen würde, ist ja nicht verwunderlich. Dass jetzt aber wirklich auch die Deutschen da größtenteils schon Panik schieben, muss man schon sagen. Also das, ja, also auf den Fußball allgemein bezogen, da könnte sich was tun. Schauen wir einfach, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Meinungen zu unseren Themen heute. Schreibt sie mir gerne, wie immer, in die Kommentare und natürlich, wenn euch die Videos gefallen, gerne liken, gerne teilen und natürlich abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Obwohl YouTube sich ja im Moment auch alle Mühe gibt, muss ich auch mal an der Stelle erwähnen, alles zu löschen, was irgendwie gerade eine bestimmte andere Meinung widerspiegelt, als die man sonst eben in den Mainstream-Medien sieht, nicht nur auf den Fußball bezogen, wohlgemerkt, also da... Ja, macht euch einfach eure eigenen Gedanken. Also, von dem her war es das jetzt aber dann auch schon wirklich von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne natürlich, euer Elias. Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.